Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kenshi. In der letzten Folge sind da drin Banditen reingerannt und ich habe keinen Plan, ob die noch da sind. Wir wollen nicht eigentlich gerade unsere Mauer hier mal fertigstellen, was extrem gut wäre, weil wir haben echt das Problem, dass wir halt auch dauernd überfallen werden. Ein Teil der Mauer steht schon, auch wenn teilweise in der Luft, aber das ist gleich in dem Spiel relativ wurscht. Ich habe oben die Ruka noch stehen, die soll ein bisschen Kupfer farmen. Werden wir uns hier um die Mauer kümmern. Aber es schaut so aus, als ob sie weg wären. Schaut also gut aus. Er soll sich jetzt einfach darum kümmern, dass die Mauer steht. Also Ruka soll sich jetzt erstmal darum kümmern, dass wir oben ein bisschen Geld machen. So, dann zieht er jetzt das Mauer ein Stück schnell hoch. Klack. Komm, lass. Rack. Suchen jetzt einfach so schnell wie möglich die Mauer hochzuziehen. Zick. Die sollte ja viel schneller gehen, oder? Das ist ja nur ein Ministück. Oh, stopp. Und die sind wieder da. Die kommen jetzt dauernd, kann das sein? Warte mal, jetzt machen wir wieder Slow-Mo. Die rennen einmal rein, plündern wahrscheinlich alles, was sie finden. Wo kommen denn die überhaupt her? Müsste echt überlegen, ob man nicht sagt, okay, weißt du was? So wie die da sind, tun wir denen das alles, tun wir oben wirklich die für den Tag anheuern, weil dann könnten die die unten besiegen, die Truppe. Weil für 1000 wäre das ja auch noch ganz okay. Also es ist halt echt jetzt teilweise schwer, irgendwie was bei sich im Lager zu machen, wenn die da dauernd reinrennen, weil die sind ja schon wieder da, oder? Wo sind denn die? Sind die wieder weg? Kann ich da auf Etagen... Ich kann da nicht gucken, ne? Das ist schade. Weil ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob die jetzt da sind oder nicht. Das ist jetzt gerade wieder Kacke. Ich hätte jetzt hier auch keinen... Wo kommen die überhaupt her? Die müssen ja hier irgendwo in der Nähe von uns leben, wenn die uns dauernd überfallen. Wie schaut das denn mit der Mauer aus? Hälfte fertig. Wir machen jetzt leider mal... Ich muss euch jetzt leider damit quälen, dass wir das in Slow-Mo machen, aber ich weiß nicht, wann die Menschen immer aufkreuzen. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich schau mal schnell ins Inventar, was haben wir denn noch? Das ist nicht mehr so viel. Also 3 müssen wir aufheben. Dann heben wir die jetzt auf. So. Die Mauer steht. Nächstes Stück. Gebäude von notdürftige Mauer um den Dein auspusten. Fertig. So. Das geht aber auch ein bisschen schneller. Nur aber nur ein bisschen, ne? Wird immer noch interessieren, woher die kommen. Wir können dann hier den Steinbruch hinbauen. Hier haben wir eh gute Bewertungen auch gehabt. Und dann können wir halt Tag und Nacht arbeiten, ohne dass uns Spinnen irgendwie nerven oder halt diese komischen Banditen. Aber halt ohne die scheiß notdürftige Mauer, die hier alles aufstellt, ist das, glaube ich, nicht so möglich. Ich schaue mal einmal kurz zu Ruka, wie es bei ihr ausschaut. Die hat ein weiteres bis jetzt produziert. Ja, aber es schaut auch gut aus. Wir kommen auch gut voran mit der Mauer. Das muss ich uns lassen. Auch wenn ich nur eine Person eigentlich aktuell einsetzen kann, um die Mauer zu errichten. Es geht voran. Aber es geht eindeutig... Wir werden nicht fertig mit der Mauer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. 1, 2, 3... Wir kommen ungefähr, denke ich mal, bis hier. Dann fehlt der Teil noch. Warum muss ich immer groß? Ich hätte auch einfach hier rüberziehen können. Aber das wäre sich trotzdem nicht ausgegangen. Vor allem, weil die... Ich verstehe nicht so ganz... Er sagt mir auch nicht, wie viel ich für was bezahlen muss oder fürs insgesamt zahlen muss. Sondern er sagt mir nur, yo, du zahlst pro Stück 1. Was ist denn jetzt ein Stück bei dir? Aber jetzt sieht man ja, wie viel ein Stück ist. Ja.
Diese schöne Welt. Da, 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 da. Ich weiß nicht, wie reagieren jetzt zum Beispiel die Banditen, wenn halt die Mauer zum Beispiel bei deren auf der Seite schon steht. Reagieren die da erbost drauf? Reagieren die da mit auf, keine Ahnung, mit Gelächter drauf? Laufen außenrum? Ich weiß nicht, wie gut ist die KI? Ist die KI dann so schlau und schaut halt, ob eine Lücke in der Mauer ist? Wenn ja, wäre es kacke. Auf jeden Fall müssen wir irgendwann das, was ist das? Das ist eine Kupfersource. Bedeutet, die müssten wir irgendwann hier so ein bisschen einschließen noch. Aber fürs Erste ist es wurscht. Was mich interessiert, das können wir mal schnell machen. Oder was heißt, können wir kurz gucken. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will die Mauer jetzt zum Beispiel umbauen. Dann kann ich rein theoretisch schon hier hingehen und sagen, jo, Verteidigungsmauer. Achso, aber dann will das, dass du es so baust, dass sozusagen deine Kante drin ist. Ah, okay. Ah, da tut es so anhängen, okay. Da vorne, wenn ich sagen würde, okay, ich will jetzt hier das anschließen, dann muss ich das so bauen. Aber das geht wahrscheinlich sicher auch ohne. So wie ich es mir vorstelle. Wir holen Ruka circa gegen 18 Uhr zurück, würde ich sagen. Die sollte verkaufen, Fleisch besorgen für uns beide und dann soll die wieder runterkommen. Während er halt hier noch schnell die Mauer so weit wie möglich fertig baut. Weil morgen müssen wir dann eindeutig hier den Steinbruch bauen und irgendwie schauen, dass wir so weit kommen, dass wir das Eisen uns holen können. Weil jetzt aktuell schaut das echt nicht gut aus. Ein Teil der Mauer steht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das Mauerbauen einiges um einiges flotter geht. Als Tor hat war ja im Grunde aufwendiger. Und ja. Aber das Mauerbauen hat echt. Materials Trader auf dem Weg nach deinen Außenposten. Kann ich das hier umnennen? Dann nennen wir es Raxamanien. Raxamanien. So. Dann ist es ab sofort Raxamanien. So. Und zu uns ist auch gerade irgendwo ein Trader unterwegs, der handeln will. Das heißt, von irgendwo daher düstet so ein Bekloppter am Ende. Und ich weiß nicht, was er will. So, Ruka, wie schaut's bei dir aus? Ich habe dich den ganzen Tag jetzt schon hackeln lassen. So. Ja, noch ein bisschen, sagen wir, 18 Uhr würde ich dich schon da rausholen dann. Wir können noch 4 Stücke bauen. Ja, toll. Ah. So weit sind wir jetzt auch nicht gekommen, wie ich es erhofft hätte. Also ich brauche mindestens über, keine Ahnung, wie viel brauche ich denn jetzt? Brauche echt, ich habe allein für das Stück gleich 3 Stücke jetzt verbraucht. 1, 2, 3. Das sind sicher wieder 2, das ist, ich denke mal 1, das ist auch wieder 1. Das sind sicher 2, 2, 2, oh Gott. Das ist kostenaufwendig, aber extrem. Vorteil ist, dass halt jedes Stück nur 1 kostet, bedeutet, ich brauche jetzt nicht unbedingt 3000, okay, ich brauche 3000 Jahre, um die Mauer fertigzustellen. Okay, jetzt ist es 17.46 Uhr. Eine Seite immerhin ja schon mal abgeschirmt. Das ist ja schon mal etwas. Also von der Seite kann uns jetzt nicht unbedingt was mehr überraschen. Das ist ja. Man muss es immer positiv ja eigentlich sehen. Wenn wir das hier irgendwo mal eingezäunt haben, haben wir eine riesige Wohnung. Dann ist das hier. Welchen? Das, wo wir angefangen haben, ist dann der Thronsaal sozusagen. Da geht dann das Tor nur noch nach da. Und hier geht eine fette Mauer außen rum. Visionär, und das Haus wird dann immer noch stehen, weil das ist das Haus des Beginns. Des Aufstiegs des Hexenmeisters. Nee, war mal ein falsches Spiel. So, ich muss auch mal kurz gucken. Weil wir gesagt haben, Bergbau, Steinmine. Ich tue die schon mal platzieren. Am taktisch besten Platz. 94, 98, 99, 100%. Da steht die hier am Ende. So, okay, die kostet 3 Baumaterial. Gut zu wissen. Perfekt. Habe ich das jetzt aufgeregt? Nein, nein, nicht. Oh Gott, ich bin schlau. Bergbau, komm hier, Steinmine, hier war irgendwo die 100% Marke, hier, und auf, okay, nein, kümmern Sie sich erstmal darum,
die restliche Mauer fertigstellen. Ich gehe mal kurz zu. Ich sehe noch irgendwas in der Nähe gerade. Mal kurz absuchen. Schöne Nacht, wenn die Spinnen kommen, dann sehen wir, wie sie darauf reagieren werden. Oka, wie schaut's bei dir aus? Ja, das eine musst du dir noch schnell holen. Dann verkaufst du das Ganze. Das werden wir gleich jetzt jeden Tag mit Ruka machen. Dass die sich sozusagen drum kümmern muss. Das ist pausiert, okay. Achso, weil ich das Gebiet gewechselt habe. Es sind auch wieder zwei. Oh. Vielleicht noch eins. Weil ich komme nicht weiter als. Ich habe aber richtig, circa richtig geraten, dass ich bis hierhin kommen werde. Vielleicht ein bisschen zu kurz geraten, aber hey. Er ist jetzt eh auch schon voll am Hungern. Aber hey, wenigstens haben wir die Hälfte der Mauer schon stehen. Spinnenbegeistert. Und ich kann heulen. Echt gehofft, dass wir mehr hinkriegen. Oka läuft noch. Kann ich so das Spiel kaputt machen, wenn ich da hin und her switche? Ich weiß es nicht. Das müsste ja irgendwann voll die Diebe abfacken, wenn sie bei uns so in die Stadt rein müssten. So, füge Materialien mal hier hinzu. Wo sind eigentlich die komischen Händler, die angeblich kommen wollten? Es hieß doch, Händler sind zum Außenposten Raxamanien unterwegs. Ja, wo denn? Wie schaut's mit Ruka aus? Hat's mittlerweile Ruka ins Lager geschafft? Ja, hat sie. Geh mal da rein. Dankeschön, jetzt sehe ich auch was. Moin moin, ich würde gerne handeln. Und zwar das hier weg. Also das, die ganzen Sachen mal hier. Verkaufen auf jeden Fall. Jetzt haben wir mit 1500. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wie viel kostet so eine scheiß Eisenplatte? Eisenplatten, weil die brauchen wir 6 Stück von. Also 600 zahlen wir allein danach für die Eisenplatten. Die werden wir uns aber morgen besorgen. Jetzt geht es erstmal ums Essen. Denn ohne Essen sind wir ziemlich aufgeschmissen. Zeig mir deine Waren und ich würde sagen, wir kaufen gleich mal. Ja, dann kaufen wir halt 2 Fleisch, das ist schon etwas. Dann bewegst du dich mal nach da. Unten. Kapiert. Dann geh ich zum Raxamus, der währenddessen schon die Steinmine errichtet hat. Oder errichtet. Tut. Oh, der Typ ist schlau. Warum muss ich dem alles befehlen? Ich hab dir alles extra in dein Inventar getan. Aber jetzt noch mal kurz zur Versicherung. Ich hab jetzt nicht... Mehllager? Es gibt so eine Scheiße. Ein Wassertank. Ein Brunnen. Der ist hier 30% effektiv, aber wahrscheinlich überall, ne? Aber 30% ist ja mehr als... ist gar nichts. Lebenswasserquelle, ohne sie überlebst du nicht lange. 5 Baumaterial kostet sie. Und das hier ist ja hier... Hier steht Fruchtbarkeit 93%, aber Ernteertrag 0%. Umgebung trocken. Großes Wasserlager kann auch im Gebäude aufgestellt werden. Also da drin würde es funktionieren, aber ist halt unnötig. Fackelhalterung, da kann ich dann Fackeln aufstellen. Mauern... Strom und mehr haben wir noch gleich gar nicht erforscht. Genau. Aber jetzt soll er sich erstmal darum kümmern, dass das Drecksteil hier steht. Hast jetzt alles reingetan? Ja, hat er. Na, endlich. Wo bleibt Oruka? Ist auf dem Weg. Oha! Bei mir haben sich 2 Banditentruppen, wie es scheint, die ganze Zeit schon in meiner Hütte versteckt. Gut zu wissen, dass ich noch immer die Banditen bei mir habe.
kommen wir hier vor zum Tor. Was geht jetzt ab? Aber Leute, wie das hier ausgeht, das sehen wir in der nächsten Folge, in der letzten Woche, Folge der Woche. Ich würde sagen, es bleiben wir gespannt. Vor allem, wie kommen wir dann in unsere Betten über Nacht? Oder müssen wir vielleicht hoch zum Außenposten rennen in der Not? Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen, wenn ihr ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!